Aldemar HD. Toll. Hey Leute, hier ist der Aldemar mit Mountain Blade Warbands. Wir sind zurück in Vercheck. Die verkommene Stadt Vercheck ist völlig verlassen. Die wenigen auf dem Markt freigebotenen Güter scheinen preislich weit außerhalb der Reichweite der Bewohner zu liegen. Die Menschen sind unterernährt, ihre Tiere sind krank und liegen im Sterben und die Handwerkswerkzeuge scheinen kaputt zu sein. Die Hintergassen sind nun das Reich der Fliegen und räudigen Hunde. Euer eigenes Banner weht über den Stadttoren. Die Bevölkerung ist sich gegenüber gleichgültig. 2. Scheiße. Klingt nicht so gut, ne? Unser schönes Wertcheck. Armcheck. Grobe Rüstung, 10.000. Oh yeah. Hab ich genug Geld? Boom. Bam. Dumm. Yeah. Haha. Yeah. Ich hab gerade so noch so genug Geld gehabt. So, wer kriegt denn jetzt meine schöne Aldemar-Rüstung? Meine Geliebte? Und ich brauche auf jeden Fall Geld. Sehr viel Geld. Wir müssen definitiv direkt plündern gehen. Dame Kateli. So, Dame. Hoffentlich kannst du das tragen. Oh ja. Die bekommt doch mein Wappen, oder? Ich meine schon. Sehr schön, wunderschön ist sie, nicht wahr? Ich weiß. So, wir haben noch 200 irgendwas Dinare. Super. Marktplatz, Pferde-Dingens. Ich kann an der Schatzkammer was holen, obwohl das nicht so wichtig ist. Jetzt haben wir die Plattenrüstung. Ich habe nicht geguckt, wie viel mehr Wert die hat oder so. Egal, wir müssen jetzt erstmal hier warten. Wir müssen uns reparieren. Wir müssen unbedingt ein Dorf plündern gehen. Und ich glaube, wir reiten bis nach Fistna. Oh shit, wir haben kein Essen. Das ist natürlich sehr schlecht, aber jetzt bin ich erst recht arm. Jetzt bin ich erst recht arm. Nicht angriffsfähig beschlossen, zwar den. Oh gut, das ist gut, das ist gut. Svadien kommt nicht dazu, irgendwas zu verteidigen. Vergil kommt nicht dazu, irgendwas einzunehmen. Es müsste irgendwie blau stehen, wenn irgendwas von uns angegriffen wird. So, ja, da, das Dorf da zum Beispiel. So, Trupp. Der Schwavi. Okay, Charisma. Bang. Der Schblabi. Der Schblabla. Fioskale. Oh Mann, ey, komm, wie viel wir upgraden können. Aber es geht halt gerade nicht. So, jetzt gehen wir kurz Garnison. Nehmen wir uns ein paar Fußsoldaten mit. So. Jetzt sind wir wieder voll. Wunderschön. So, und jetzt gehen wir plündern. Weil wir brauchen Geld. Und zwar gehen wir plündern Fistna. Wir können jetzt hier nicht Jaik retten. Ist er denn, der ist ein kleiner Lord, weil ich habe immer noch eine Quest offen. So ist nicht. 130. Das kann ich vergessen. Was hat er denn alles? Nee, komm, wir gehen lieber. Wir gehen lieber. Und da sind so viele Seeleute. Da wollen wir auch nicht hin. Dum, dum, dö, dö, dö. So, wir wollen dahin. Da, 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 151. Oh Mann, ey. Fistna. Fistina. Feine Armeelehnpferd. Oh ja, sowas auch. So selten, ja. Wir wissen, ob der Büttelknopf wieder angekommen ist. Hoffentlich reicht mein Essen. Was müsste? Oh Mann, die Zeiten, wo ich wieder so weit reiten muss. Bam, 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 bam. So. 130 Namen wurden aus der Stadtskammer entfernt. Im Weltcheck wurden 6 Nordrikuner. Achso. Fistna.
Und nieder damit. Hoffentlich geht das gut. Danach machen wir Uslum direkt. Ein Büttelkette mit 50 Jungburschen nach Vercek zurück. Wunderschön. Der Trupp wird in Fisten entdeckt. Entdeckt. Wunderschön. Goldbarren finden wir viel besser. Schade, dass es das nicht auch noch gibt irgendwie. Und direkt noch das nächste Dorf. Guck mal, 13 Rinder. Guck mal, direkt mal Uslum. Müssen wir hier oben lang. Dann verkaufen wir in Itchamur, würde ich sagen. Nee, halt in Tulga. Und dann können wir noch sogar direkt ab anplündern. Wie wäre das denn? Das ist eine gute Idee. Ja, wunderschön. Alter Mann, du hast die besten Ideen. Hoffentlich wird nicht Vercek belagert. Das wäre natürlich dann ein Problem. Weil dann wäre ich sehr weit weg. Aber ich glaube, die kämpfen noch sehr lange. So ist nicht. 113 A wurden aus der Staatsgemeinde entfernt. Waffenstillstand beendet. Ja gut, das war klar, dass das passiert. Das ist zwar die Quest mit diesen Plünderern. Bam, 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 bam. So. Geh zum Dorfzentrum. Was war das für ein Typ? Was war das für ein Typ? Ach, egal. Wir machen das jetzt. Keine Ahnung, Sachen. Wenn ich jetzt Geld hätte, könnte ich vielleicht noch mehr Leute rekrutieren. Upgraden. Da, ich habe aber nur 50 bekommen, glaube ich. Ist jetzt Nacht. Jetzt kommen diese. Guck mal, wie kurz die Nacht war. Ah! Oh, ich habe das gesehen. Ich habe es doch geschafft. Ich habe es gerade so noch geschafft. Unfassbar. Das weg. Farben. Okay. Dörfleisch. Für Datteln? Nee, ne? Es sind 83. Das schaffe ich. Wie viel Geld habe ich denn jetzt? 200 irgendwas. Ich weiß nicht. 18, 5, 38. Boah, guck mal. Der hat Ritter. Wer geht Ritter? 10. 19 Meisterschützen. Fick dich. Den machen wir. Tja, was? Tut mir leid. Haltet ein. Wir werden bis zum Ende kämpfen. Los geht's. Muss ja wohl schaffbar sein. So. Okay. Okay, dann mal los. Komm her, du Lappen. Du auch. Treffer. Kavallerieangriff. Alter, was ist das für ein Pferd? Guck mal, was die für krasse Lamellenrüstung alle haben. Okay, Angriff. Infanterie. Alter, so viele Bogenschützen. Die fangen jetzt an zu schießen, weil ihre Kavallerie dort im Weg war. Komm schon. Okay, den haben wir. Boah, es ist weiß, ich erkenne nichts. Guck mal, hier sind die ganzen... Klingschwester, ich komme! Sie hat sich geopfert. Und, boah, was heißt geopfert? Sie tötet alle. Sie hat die ganzen Bogenschützen geblockt. Muss mich zurückziehen. Puh. Das war keine gute Idee. Wir haben es gleich. Scheiße!
Scheiße. Oh, ich dachte so, Schild hochnehmen. Ach, egal, der tötet mich sowieso nicht. Selbst wenn er trifft und dann... Bumm. Ja, so schnell ging es wieder. Wer ist das denn da? Das ist auch eine Klingenschwester mit einer Armbrust. Die sind so cool, oder? Das war's, wir haben gewonnen. Ne, da hinten sind noch mehr Verstärkungen. Scheiße, das sind schon die letzten Reserven von mir. Oh nein, hoffentlich schaffen wir das. Wir haben noch ein paar Speerwerfer und normale Kämpfer. Und da hinten kommen noch... Kommt, Leute, tötet den einen. Dankeschön. Aber das sind auch die... Das sind schon... immerhin schon... Dingens. Aber das sollten wir wohl schaffen. Wir haben eine Klingenschwester dabei oder eine Trossfrau. Alter, das ist ein blutiges Gemetzel. Ein blutgetränkter Schnee wäre noch geil. Oh ja. Oh mein Gott, wie sie immer umfallen. Das ist immer so traurig. Sehr gut. Wuhu! Alter, hoffentlich ist dein Gefangener. Sehr schön. Das haben wir. Dann können wir das ja dem Dingens bringen. Guck mal, der hat sogar ganz viele Gefangene gehabt. So, Nordkrieger. Veteranen, Bogenschützen. Nordveteranen. So, dann machen wir jetzt hier alles rein. So. Boah, wir haben auch echt viele Verluste gehabt. Zugriff auf Umlinie. Ringelpanzer ramponiert. Das können wir aber mitnehmen, so ist nicht. Weintrauben, Wurst, Käse. So, und der Rest ist... Das ist egal. Wunderschön. So, dann würde ich sagen, wir gehen nach... Wir müssen eigentlich zum Lord Herrn Harald. Der ist in... Patrouille. Oh nein. Ich hab ihn doch! Ich hab ihn doch! Wegen dem Waffenstillstand jetzt. Mal gucken, ob wir in Kudan jetzt Sachen verkaufen können. Das wäre ja praktisch. Alter, gut, dass wir jetzt noch gerade zwei Dörfer überfallen haben. Das wäre schon sonst schief gegangen. Wünsche ich informieren, dass du wirst vernünftig. Gelage. Gelage, Gelage, Gelage. Und noch ein Gelage. Schon wieder Frieden mit den Wägen. Oh nein, sag nicht, die haben da hinten nochmal die Burg eingenommen. Ach nee, okay. Alles gut, ne? Gut, weil die Nord brauchen noch Zeit, um sich zu erholen. Ich ja auch. Damit Vercek wieder gesund wird. Wir müssen auch für Vercek ein paar Quests mal machen. Das war zu viel. Entschuldigung. Bam. Kriegsbogen stark. Bam, bam, bam. Ich dachte, jetzt sehe ich hier irgendwo Dingensbummens. Pferdeentladen bestimmt noch, ja, siehste. Kaufen wir uns noch ein paar Waren ein für die Rückreise. Ich habe halt immer gerne frische Ware, falls sich wundert, warum ich immer wieder. Das ist jetzt blödsinnig. Ach, ich muss. So. Schenke. Schenke. Hier, Lösegeld. Ist schon schade, wo die hinkommen. So. Dann kann ich ja jetzt wieder Wägebogenschützen holen, oder? Eigentlich war es jetzt auch nicht so geil, oder? Ne. Wir gehen auf jeden Fall zurück nach Vercek. Wir müssen mal ein bisschen questen. Das hilft doch der Stadt bestimmt. Ich würde gerne wissen, wie ich sie... wieder beflügeln kann oder auffüllen oder so. Beflügeln. Werden sehen. Erstmal zurück. Ins wunderschöne Land. Vercek hier. Haben wir jetzt wieder Geld? Jetzt kann ich doch hier... Oh Mann, ey. Ruskale. Wow. Jetzt haben wir da drei. Boah, habe ich so viele verloren. Daran. Oh, weg mit denen. Oh, Gott sei Dank.
Obwohl die jetzt gar nicht so schlecht gekämpft haben, muss ich sagen. Mit ihrem Wurfschweren auch. Klingenschwestern aber auf jeden Fall wieder. Wunderbar. Wer braucht denn hier ein Level? Katrin. Fähigkeiten. Katrin geht auf Charisma. Charisma, eine Hand und fertig. Hat den Schwert, ja, ne? Nicht den Hammer, der hat sie nicht mehr. Das war doch sie, ne? Nettohaben 89, sehr schön. So, dann wieder nach Wertcheck. Also ich will mal gucken, ob ich noch ein bisschen questen kann für Wertcheck. Ich will, dass sie mich lieben. Und ich muss mal gucken, wie ich sie industriell stärken kann. Ich glaube, das dauert einfach. Desto länger die nicht geplündert wurde oder so, desto reicher werden ja die Städte. Ich konnte mir damals gar nicht vorstellen, wie es ist, eine Stadt zu besitzen. Wunderbar. Ich hatte, glaube ich, wie gesagt, eine Burg. Das weiß ich noch, dass ich eine Burg hatte. Und Städte habe ich es nie geschafft, lange zu halten. Aber ich habe es halt, wirklich gesagt, nie lange gespielt. Am Anfang viel, dann habe ich halt nur noch Mods gespielt. Wirklich nur noch Mods und viel, viel, viel Multiplayer. Gerade mit Polyg Wars und so. Verteidigungspakt abgelaufen. Und Saraniden, die soll mal Krieg führen. Dann können wir nämlich Krieg gegen die führen. Und den ganz viel abgreifen. Ich muss auf jeden Fall jetzt erstmal meine Truppen wieder hochrüsten. Mal gucken, wie lange noch der Kerkerturm braucht. Es war auch ziemlich dämlich, den zu bauen. Keine Ahnung. Dann brechen die aber auf jeden Fall nicht mehr aus. Das Problem haben wir dann nicht mehr. So. Er ist weg. Ja, mit freigelassen, weil kein Krieg mehr herrscht, oder was? Oder ist er geflohen? Kann ja auch sein. Hm, doof. Saraniden, Saraniden, Rodok, Stammeskrieger, ausgebildeter Nordsoldat. Nehmen wir die. Nordrekruten, nehmen wir die auch. So, so. Und voll. Gildenmeister. Auftrag für mich. Suche Händler und Kuhhirten, um seine Rinder zum Markt nach Halma zu bringen. Nein, es tut mir leid. Oh Mann, muss ich das wirklich machen? Wie laufen die Geschäfte hier? Wir haben zu wenig Töpferwaren. Eisen, Datteln, Korn. Und einige andere Handelsgüter. Wir haben zu wenig... Also das heißt, wenn man denen Töpferwaren bringt, kriegt das viel Kohle, oder was? In letzter Zeit wurden hier etwas gehandelt, aber die Straßen sind gefährlich. Wir könnten das Reisen Richtung Ruwa auf den Straßen vor circa 2 Wochen von Unbekannten angefahren. Wir haben wenige Informationen mit Karawanenrouten zu Städten in Sargot, Tiro, Sunu, Revan, Yunnan, Kuro, dortige Gegend. Doch keine Nachrichten. Kurz sind gute Nachrichten in den Straßen. Okay, wir sollten mal hier die Seeräuber das Lager plätten. Und die ganzen Seeräuber auch vielleicht mal entfernen. Entfernen. Komm, wir geben mal ein bisschen extra Kohle hier. So. Garnisonspinnerei. Schenke. Remus Kleti, über die habe ich gelesen, die sollte ich nicht mitnehmen. Die hassen viele, die bei mir dabei sind. Ich könnte mal eine Runde in der Schenke hier blechen, dann lieben die mich hier auch einen Wertcheck. Sehr schön. Sagt alle mal bei hier. Sehr schön. Verhältnis zu Wertcheck verbessert. Gleichgültig sind sie trotzdem noch, aber immerhin. So, dann bleiben wir erstmal noch ein bisschen hier. Wir müssen uns erholen. Das wäre nämlich gut. Sehr schön. Okay. Was machen wir denn als nächstes? Ich muss auf jeden Fall meine Soldaten upgraden, das ist wichtig. Soldaten upgraden. Karzelim muss abgegradet werden. Die Seeräuber müssen weg. Da ist das Lager, hier vorne. Vielleicht haben wir auch eine Quest bei Rivercheck. Oh Mann, das kostet wieder Soldaten. Aber dann können wir halt nicht da handeln, weil die ganzen Seeräuber wahrscheinlich die Karawanen aufhalten. Und das ist nicht gut für die Stadt, weil ich weiß. Richtig? Kriegserklärung. Guck mal, die ganzen Bauern kommen jetzt wieder nach Vercheck, weil hier viele gefehlt haben. Das sollten wir tun. Ich warte noch die Nacht ab. Und dann gucken wir mal. Müssen wir upgraden erstmal. Und. So. Okay, Truppen. Dame Kateli. Fähigkeiten. So, Schlagkraft. Zweihand. Ja, pff, ist aber egal. Können wir auch auf Werfen gehen noch. Ist eigentlich eine gute Idee. Kannst du nämlich 3 Waffen mitnehmen. So, Karteli. So, jetzt ausgebildet Nordkrieger. Die müssen da drüber landen. So, bam. Wieder ein Huskalmerl. Ein Huskalmerl.
Oder werden aus den Veteranen Bogenschützen? Dingens Nord. Noch mehr Fußsoldaten. Ah, die Wehrgeher sind ziemlich mau geworden. Aber na gut. So, Leute. Aber erstmal abspeichern. Wir sehen uns wieder nächste Folge. Und bis dahin. Haut rein.